Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute gibt es mal ein volles Tutorial zum aktuellen Frozen Money Glitch für GTA 5 für die PlayStation 4 Version, nicht für PlayStation 5. Was benötigen wir dafür, damit das Ganze funktioniert? Wir brauchen auf jeden Fall das Programm Safe Wizard. Da gibt es keine Alternative und das Programm ist auch kostenpflichtig. Alle Sachen, die wir hierfür benötigen, findet ihr aber auch nochmal unten in der Beschreibung. Dann braucht ihr noch einen USB-Stick, mindestens 4 GB und als letztes einen Laptop oder ein PC, wo dann das Programm Safe Wizard drauf laufen kann. Noch ein wichtiger Hinweis, bevor ihr das Ganze hier macht, es kann dazu führen, dass vielleicht Level verschwinden, dass Geld verschwindet oder Outfits verschwinden. Wenn natürlich Rockstar das Ganze bei euch detected, kann es auch zum kompletten Zurücksetzen führen des Accountes, das heißt, ihr fangt dann komplett von Null an, deswegen übertreibt das Ganze nicht. Was ist Frozen Money? Ihr seid später im Online-Modus und verliert kein Geld, obwohl ihr massig an Sachen einkauft. Was ihr aber beachten solltet ist, wenn ihr zum Beispiel einen Deluxo kauft für 2,8 Millionen GTA-Dollar, dann braucht ihr auch diese 2,8 Millionen auf dem Bankkonto, egal ob bar oder halt auf der Bank. Hauptsache ihr habt das Geld, ansonsten könnt ihr die Sachen nicht kaufen. Das Geld wird euch am Ende nicht abgezogen. Außerdem zeige ich euch auch noch, wie ihr alle Pegasus-Fahrzeuge freischaltet und wie ihr natürlich hier auch wieder den Orbi-Spam nutzen könnt. Aber bitte übertreibt das nicht, sonst werdet ihr gemeldet. Wenn ihr das mal alles habt, fangen wir damit an, erstmal eine Datei von unserer Konsole auf den USB-Stick zu ziehen. Auf der PlayStation 4 gehen wir jetzt als erstes in die Einstellungen. Dort gehen wir jetzt runter auf die Verwaltung von der Anwendung gespeicherten Daten. USB-Stick sollte jetzt natürlich dran stecken. Dann gespeicherte Daten im Systemspeicher wollen wir jetzt natürlich auf unseren USB-Stick rüber kopieren. Wir gehen auf GTA und hier wählt ihr bitte einen Spielstand aus, der eine Prozentzahl in Klammern hat. Habt ihr keine, geht ihr ganz kurz in den Story-Modus, geht zu eurem Apartment, zu eurer Wohnung, geht dort zum Bett. Da könnt ihr dann mit der rechten Pfeiltaste einen Speicherslot einfach auswählen. Nutzt einfach einen beliebigen und für die Faulen könnt ihr auch die Pfeiltaste nach oben drücken und auf dem Handy habt ihr auch nochmal die Funktion des Schnellspeichern und da könnt ihr ebenfalls nochmal so einen Prozentsatz erstellen und dann wird das hier auch im Systemspeicher angezeigt. Es ist auch total egal, ob das 100% sind, ob das 1,6% sind, das spielt hierbei keine Rolle, Hauptsache ihr habt so einen Spielstand, denn mit dem Rest funktioniert das Ganze nicht. Wir machen jetzt hier bei 100% einfach ein Häkchen rein und anschließend geht ihr rüber auf Kopieren. Habt ihr jetzt auf eurem USB-Stick schon mal einen GTA-Spielstand rüber gezogen, dann geht ihr hier einfach auf gilt für alle, bedeutet dann aber auch, dass der Spielstand, der sich jetzt auf dem USB-Stick befindet, überschrieben wird mit dem neuen, der jetzt von der Konsole kommt. Ist das dann bei euch ebenfalls erledigt, USB-Stick abmachen und dann einfach an Laptop oder PC anschließen. Nun öffnet ihr noch dazu einmal Safe Wizard, USB-Stick steckt wie gesagt nun dran, dann sollte auch bei den Saves GTA angezeigt werden. Hier geht ihr dann mit doppelt Linksklick einmal auf GTA drauf und dann werden die ganzen Spielprofile angezeigt. Wenn ihr jetzt mehrere Accounts da drin habt, dann einen Rechtsklick machen. Wir gehen auf den Advanced Mode. Jetzt wird eine Verbindung zum Server hergestellt. Wofür müssen wir das Ganze hier machen? Mal angenommen, ihr nehmt jetzt einfach diesen Spielstand, haut ihn auf den USB-Stick drauf, wird der am Endeffekt nicht auf der Konsole angezeigt und ihr könnt ihn nicht nutzen. Deswegen brauchen wir Safe Wizard, um jetzt praktisch die Speicher-ID des Spielstandes auf unseren anzupassen, um dann halt den Frozen Money Glitch zu machen. Ist das Ganze dann fertig, bekommen wir jetzt hier ein neues Fenster. Ihr seht, wir haben jetzt hier 100% drin stehen. Das Ganze wird sich aber gleich ändern. Wir gehen jetzt oben rechts auf Import File. Dann müsst ihr euch jetzt natürlich einmal die Frozen Money Datei herunterladen. Ihr werdet jetzt hier erstmal nichts sehen, weil das alles verpixelt ist. Aber im Endeffekt werdet ihr dann beim Download feststellen, das ist eigentlich nur ein weißes Blatt Papier. Und unten im Dateinamen seht ihr das Ganze auch nochmal. Da steht jetzt Frozen Money 2022. Und wenn das bei euch auch im Dateinamen drin steht, müsst ihr jetzt einfach nur noch auf Öffnen gehen. Und dann passt sich das auch schon alles etwas an. Und wir haben jetzt nicht mehr 100% drin stehen, sondern 1,6. Und dann müssen wir nur noch auf Apply gehen, nehmen die Meldung mit Ja an und jetzt wird das Ganze auch schon überschrieben. Ist das dann auch erledigt? Letzte Meldung mit OK annehmen. Das wäre nun auch fertig und jetzt wieder USB-Stick abmachen und an die Konsole anschließen. Auf der PlayStation 4 gehen wir auch hier wieder Einstellungen, gehen wieder runter auf die Verwaltung von der Anwendung gespeicherten Daten. Dieses Mal aber gespeicherte Daten vom USB-Speichergerät wollen wir jetzt einmal in den Systemspeicher reinkopieren. Dann gehen wir hier auf GTA drauf. Hier machen wir jetzt ein Häkchen rein, gehen rüber auf Kopieren. Es kann manchmal sein, dass die Prozentzahl nicht richtig angezeigt wird, so wie sie dann eigentlich bei Safe Wizard steht, ist aber dennoch alles korrekt. Ihr geht einfach auf Kopieren. Jetzt werdet ihr gefragt, ob ihr jetzt die alte Datei im Systemspeicher überschreiben wollt, denn wir haben jetzt natürlich die neue auf dem USB-Stick, deswegen geht ihr hier einfach gilt für alle und dann anschließend auf Ja drauf gehen und jetzt wird das Ganze einmal überschrieben. Damit wir jetzt von diesem Spielstand aus direkt starten können, geht ihr nochmal in die Hauptübersicht der
Einstellungen, geht auf den Speicher, hier auf den Systemspeicher, dann auf die gespeicherten Daten und hier dann auf den GTA-Speicher drauf gehen und wir drücken jetzt hier die Optionstaste, gehen auf Löschen, löschen einfach das Autosave und löschen noch das Profil. Das Profil sind eigentlich nur die Einstellungen wie die Zielhilfe beim Unaimen von Gegnern oder Vibration ein- oder ausschalten oder die Audio-Lautstärke. Das ist das Profil und Autosave löschen wir eigentlich nur, damit wir jetzt direkt von diesem einen Spielstand starten können, den wir gerade da drauf gebracht haben. Das heißt, wir löschen beide, dann nur noch einmal die PlayStation-Taste drücken und wir starten GTA und warten dann ab, bis wir im Story-Modus sind. Im Story-Modus dann angekommen, seht ihr, das sieht genauso aus wie beim alten Frozen Money Glitch. Wenn der Spielstand bei euch jetzt nicht geladen hat, dann drückt ihr nochmal auf die Optionstaste, geht auf Spiel laden und dann müsst ihr einfach mal schauen, was für ein Spielstand das bei euch ist. Und erst dann, wenn ihr mit dem Auto unter der Karte seid, geht ihr am besten nochmal auf Online, geht ja online spielen und geht hier in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung rein. Ich gehe jetzt hier auch nochmal in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung rein, damit ihr nochmal sehen könnt, wie das Ganze vorher aussieht und wie das Ganze danach aussieht. Ich bin jetzt hier in der Einladesitzung drin. Ihr seht, ich bin Level 2, habe 74 Millionen GTA-Dollar. Ihr braucht, wie gesagt, das Geld auf jeden Fall dafür, sonst könnt ihr euch die Sachen nicht kaufen. Ihr könnt außerdem auch noch die Yacht freischalten. Wie das geht, zeige ich euch dann auch nochmal. Jetzt schauen wir aber erstmal in den Garagen nach, was für Fahrzeuge drin sind. Deswegen einfach mal kurz den Mechaniker anrufen und dann wird uns jetzt hier links auch schon die Liste angezeigt. Und ihr seht, bei mir ist jetzt hier absolut gar nichts drin, außer einem Formel-1-Fahrzeug. Ansonsten ist hier alles komplett leer und wir werden jetzt einfach mal eine Garage vollpacken mit Scrimejets und dann zeige ich euch noch, wie ihr die Pegasus-Fahrzeuge freischalten könnt. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal Pegasus angerufen. Ihr seht, hier ist auch noch nicht wirklich viel drin. Später kaufe ich noch die Luftschiffe dazu. So entsteht dann praktisch eine neue Kategorie und damit kann man dann besser nachschauen, was dann alles freigeschaltet ist. Seid ihr dann damit fertig, könnt ihr jetzt hier aus diesem Online-Modus wieder rausgehen. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, den Spawnort auf letzten Ort einstellen. Wohin ihr den einstellt, das ist im Endeffekt euch überlassen. Um das Ganze dann nochmal abzuspeichern, könnt ihr hier einfach Stil wechseln und danach einfach nur noch GTA Online verlassen. Im Story-Modus dann wieder angekommen, seht ihr, wir sind jetzt nicht mehr unter der Erde mit dem Fahrzeug, sondern wir sind jetzt Impotent Rage. Ihr bekommt dann immer einen Anruf, den könnt ihr kurz annehmen und dann einfach mit Kreis wieder auflegen. Und nun brauchen wir noch einen Helikopter, den Cheat dazu werdet jetzt hier eingeblendet sehen. Aktiviert den kurz. Ansonsten, wenn ihr natürlich wisst, wo sich eine Piote-Pflanze bei euch in der Nähe befindet, dann könnt ihr auch diese nutzen. Ich nutze jetzt hier aber eine andere. Ihr könnt im Endeffekt eigentlich jede nutzen, die euch bekannt ist. Die Pflanze, die ich hier nutze, die befindet sich hier auf der Karte und zwar auf einem Dach. Deswegen habe ich mir den Helikopter geholt. Ansonsten, wenn ihr die zu Fuß erreicht, dann könnt ihr da auch einfach hinlaufen oder hinfahren. Hier ist sie dann in einem kleinen Topf auf dem Dach. Mit der rechten Pfeiltaste könnt ihr die dann essen und dann werdet ihr auch schnell feststellen, wir kommen jetzt direkt in diese Halluzination rein und nach ein paar Sekunden sind wir dann auch schon ein beliebiges Tier. Bei dieser Pflanze eher ein Vogel und sobald ihr euch dann als Tier sehen könnt, einfach wieder dauerhaft die rechte Pfeiltaste drücken, um aus dieser Halluzination rauszukommen. Sobald ihr das jetzt gemacht habt, werdet ihr sehen, dass wir dauerhaft stuck sind in dieser Halluzination. Hier dann einfach die Optionstaste drücken und nun kommt der Teil, der sich beim Frozen Money geändert hat. Wir gehen jetzt hier nicht auf Online, sondern wir gehen auf die Freunde und ihr müsst jetzt einen Freund haben, bei dem der Globus hier angezeigt wird und wenn ihr auf das Profil drauf geht, sollte hier die Möglichkeit bestehen, den Spieler zuzuschauen. Mal angenommen, ihr habt keinen Spieler jetzt in der Liste und ihr habt jetzt einen Freund, mit dem ihr das machen wollt. Dort steht jetzt aber deaktiviert. Dann muss der Freund jetzt in den Online-Modus gehen, Optionstaste drücken, geht auf Online, da haben wir nochmal die Optionen und dort müsst ihr einfach mal schauen, etwas weiter in der Mitte steht dann Zuschauer erlauben, ja oder nein. Der Freund muss dann hier das Ganze auf ja einschalten und leider muss der Freund jetzt auch nochmal GTA neu starten, wieder in eine Sitzung reingehen und dann sollte das bei euch auch so angezeigt werden, dass ihr dem Spieler zuschauen könnt. Ab und zu kann es aber auch sein, dass beide Spieler erst neu starten müssen, damit das angezeigt wird. Wird es dann bei euch angezeigt? Bei dem Spieler gehen wir jetzt hier auf Zuschauen, dann kommt diese Meldung, da geht ihr einfach raus mit Kreis und dann gehen wir auf Online, GTA Online spielen und hier in eine geschlossene Freundesitzung. Währenddessen wir jetzt in diese Online-Sitzung reinladen, haben wir jetzt praktisch zwei Sachen mit einmal aktiviert. Wir haben jetzt die Sitzung abgefragt zum Zuschauen beim Spieler und gehen aber gleichzeitig in eine geschlossene Freundesitzung, um dann halt in den Frozen Money zu kommen. Wenn ihr jetzt nur in einem
keine normale Einladesitzung reingeht, kann es passieren, dass ihr einfach wieder rausgekickt werdet oder gar nicht erst reinkommt. Woran merkt ihr jetzt, dass ihr das Ganze gehittet habt? Und zwar unten links seht ihr jetzt das GTA Online Logo und zwar das alte. Wenn ihr das seht, hat das eigentlich auch schon alles funktioniert. Sobald der Black Screen dann weg ist, seht ihr kurz den Spieler, dann sofort Kreis drücken und dann nehmt ihr einfach alle Meldungen mit X an. Das heißt, mit der ersten Kreismeldung lehnt ihr praktisch das Zuschauen ab und dann werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr euch auch sicher seid und da drückt ihr einfach X komplett durch. Jetzt kann es etwas länger dauern, bis wir in einer neuen Sitzung sind, denn wir werden jetzt in eine ganz normale öffentliche Sitzung gebracht. In der Sitzung dann angekommen, werdet ihr schnell feststellen, dass euer Account komplett anders aussieht. Macht hier am besten nichts anderes, außer die Sachen einkaufen und vielleicht noch den Obi-Spam, ansonsten keine Level hinzufügen oder sonstigen Schnickschnack. Wenn ihr eine Frau seid, seid ihr jetzt ein Mann, das wird sich dann aber später ändern. Kauft auch bitte keine Klamotten ein. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, noch den Passivmodus aktivieren, ist aber nicht zwingend notwendig. Wir gehen jetzt erstmal in das Internet, gehen jetzt hier statt auf die Finanzen erstmal auf Warstock und ihr könnt jetzt bei Warstock eigentlich anfangen, Deluxus zu kaufen, ihr könnt die Boote kaufen, ihr könnt alles kaufen. Worauf ihr trotzdem darauf aufpassen solltet, ist, dass ihr keinen Mini-Panzer kauft und auch kein RC Bandito, die werden nicht abgespeichert. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr im Frozen Money drinne seid, Interaktionsmenü öffnen, Inventar, hier geht ihr auf die Munition, schaut, wo ihr Munition einzeln kaufen könnt und wenn ihr jetzt hier drauf geht und die kauft und oben rechts wird beim Geldstand nichts abgezogen, seid ihr im Frozen Money drinne. Wir werden jetzt als erstes mal bei Warstock nochmal drauf gehen und jetzt gleich Scramjets kaufen. Was ihr auf keinen Fall kaufen solltet, sind Sonderfahrzeuge, egal ob U-Boot, MOC, das funktioniert nicht. Boote sind immer bei Pegasus, das heißt die Boote und alle Pegasus-Fahrzeuge allgemein könnt ihr alle kaufen, wenn ihr wollt. Unten links wird das dann auch immer angezeigt, dass das dann bei Pegasus geliefert wird. Schaut, dass ihr euch die ganzen Boote einfach holt und dann bitte beachten, unten rechts, diese Speicherschnecke bedeutet nicht, dass das Ganze abspeichert. Ihr müsst später nochmal in eine Einladesitzung reingehen und das Ganze separat abspeichern. Das ist keine Garantie dafür, dass das dann auch am Ende da ist. Deswegen bitte nicht die Anwendung schließen, wenn ihr eingekauft habt. Wenn ihr jetzt die Scrimjets ebenfalls holt oder den Luxus holt, zählt bitte ordentlich, dass ihr so viele Fahrzeuge in die Garage reinbringt, wie auch Platz ist. Es kann ab und zu sein, dass ihr da einfach unendlich Sachen reinkaufen könnt, obwohl da gar nicht so viel Platz ist und sich das dann einfach wieder löscht. Wenn ihr dann diese Fahrzeuge gekauft habt, passt auf, dass die dann auch alle ausgeliefert worden sind und geht nicht zu früh aus dieser Online-Sitzung wieder raus. Bei Elitas könnt ihr euch außerdem auch noch alle Luftfahrzeuge holen. Wenn ihr euch jetzt Flugzeuge holt, die in den Hangar rein müssen, müsst ihr später auch in den Hangar reingehen, die ganzen Positionen der Flugzeuge tauschen, Outfit wechseln, damit ihr eine Speicherschnecke bekommt, damit diese dann auch abgespeichert sind, aber theoretisch könnt ihr das auch mit den Flugzeugen machen. Jetzt kommen wir noch dazu, wie ihr bei den Docks die Yacht abspeichern könnt, beziehungsweise das Ganze etwas was billiger bekommt. Hier könnt ihr auch alle Boote kaufen, die da sind. Auch das U-Boot könnt ihr holen. Und wenn ihr dann die Yacht kauft, wählt hier natürlich am besten die teuerste aus. Die teuerste ist hier die Aquarius. Kostet ohne Settings drum und dran 8 Millionen GTA Dollar. Ihr geht jetzt hier aber erstmal auf Weiter. Wählt jetzt hier gar keine speziellen Sachen aus. Geht einfach auf Weiter durch. Nur am Ende noch eine Flagge auswählen. Was das für eine ist, ist euch überlassen. Auf Weiter und dann geht ihr auf Jetzt kaufen. Oben rechts das Geld wird nicht abgezogen. Unten links seht ihr aber, dass wir einen neuen Kontakt haben und die Docs haben uns noch eine SMS geschickt, dass wir jetzt die Yacht besitzen. Nun wartet ihr einfach ab, bis alles ausgeliefert worden ist. Dann müsst ihr einfach mal auf der Karte schauen, wo ihr das Ganze hinbestellt habt. Dann müsst ihr euch halt zum Apartment, zur Garage dorthin begeben und einfach mal reinschauen. Und jetzt kommen wir noch dazu, wie ihr den Orbital-Spam in der Basis wieder machen könnt. Wenn ihr in der Basis angekommen seid, im Orbitalraum, rechte Pfeiltaste drücken, um das Ganze zu aktivieren. Ich denke mal, da muss ich nicht viel erklären, wie man diese Orbitalkanone benutzt. Hier ist es halt nur wichtig, wenn ihr das hintereinander wegmachen wollt, empfiehlt es sich hier das manuelle auszuwählen. Das Geld wird euch natürlich hier ebenfalls nicht abgezogen. Ihr wählt euch dann einfach irgendwo ein Ziel aus. Um das Ganze dann abzufeuern, müssen wir hier einfach nur dauerhaft die R2-Taste drücken. Ich werde jetzt natürlich hier keinen Spieler um die Ecke bringen. Und dann seht ihr, der Countdown läuft auch schon. Das Ganze wird abgefeuert. Und um das Ganze wieder zu aktivieren, drücken wir einmal Kreis, gehen wieder auf die 500.000 und dann könnt ihr auf der gleichen Stelle
Stelle einfach nochmal abfeuern. Kleiner Hinweis, Spieler, die durch die Orbitalkanone getötet werden, landen in der Nähe eines Krankenhauses und spawnen dort auch immer und immer wieder. Warum das so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr dann damit fertig seid, einfach wieder rausgehen, oben rechts, das Geld ist immer noch gleich. Ihr bekommt, wenn ihr Spieler damit tötet, keine KD, ihr werdet da nicht die KD hochpushen können, denn die wird nicht abgespeichert. Um jetzt die ganzen Sachen aber abspeichern zu können, die wir gekauft haben, gehen wir auf Online und GTA Online verlassen. Im Story-Modus wieder angekommen, sind wir wieder Impotent Rage. Wir müssen jetzt hier nichts anderes machen, außer wieder auf Online gehen. Und dieses Mal gehen wir GTA Online spielen. Sitzung nur für Spieler mit Einladung. In der Sitzung wieder angekommen, seht ihr, wir sehen genauso aus wie am Anfang. Gleiches Level, gleich viel Geld. Jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen beim Mechaniker, ob wir in den Garagen auch die Scramjets drin haben. Denn wenn die nicht da drin stehen, dann brauchen wir da gar nicht erst hinfahren. Deswegen schauen wir jetzt hier mal. Hier steht jetzt einer noch drin und bei dem anderen Apartment 9. Das heißt, wir haben uns hier einmal verkauft. Aber ansonsten sind die Scramjets da. Die müssen jetzt natürlich noch abgespeichert werden. Und wenn wir jetzt schon mal bei den Fahrzeugen sind, schauen wir gleich noch bei Pegasus, ob bei Pegasus die ganzen Sachen ebenfalls da sind. Da seht ihr auch schon, die Kategorie Luftschiff ist jetzt mit dazugekommen. Die hatten wir davor nicht. Da seht ihr auch, die ganzen Modelle, die wir da gekauft haben, sind jetzt ebenfalls mit drin. Die Pegasus-Fahrzeuge lassen sich hier noch relativ schnell abspeichern. Dazu geht ihr einfach auf Warstock. Das ist ein kleiner Trick, den könnt ihr anwenden. Und zwar gibt es bei Warstock ein Fahrzeug, was wahrscheinlich nicht jeder gekauft hat, beziehungsweise nicht alle Modelle gekauft hat. Das werdet ihr hier sehr weit unten finden. Bei einigen Spielern kostet das 500.000 GTA-Dollar. Bei anderen Spielern kann es aber auch sein, dass es das kostenlos gibt, und zwar ist es der Marshall. Wenn ihr da nämlich mal drauf geht, werdet ihr schnell feststellen, dass es ungefähr genauso wie bei der Yacht, denn dieses Fahrzeug gibt es in verschiedenen Kategorien. Da wählt ihr einfach eine Flagge aus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nicht jeder diese ganzen Fahrzeuge, diese ganzen Flaggen gekauft hat, und dann gehen wir da drauf, gehen auf Kaufen. Wir haben 0 Dollar ausgegeben. Unten rechts erscheint eine Speicherschnecke und damit sind nun automatisch alle Pegasus-Fahrzeuge, die ihr gekauft habt, abgespeichert. Jetzt schauen wir nochmal, ob die Yacht angezeigt wird. Die Yacht sollte jetzt in diesem Falle nicht auf der Karte angezeigt werden. Sollte die dennoch da sein, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten, wenn die Yacht nicht angezeigt wird, geht ihr einfach nochmal kurz in das Internet rein. Geht dann hier entweder auf die Haupthomepage von Docks oder geht hier auf Reisen und dann hier auf die Docks. Und dann gehen wir nochmal oben auf die Superyachten drauf. Und ihr seht jetzt auch schon, der Umbau kostet nur 25.000 GTA-Dollar. Das heißt, da muss ja schon mal was abgespeichert sein. Und hier haben wir jetzt aber das Problem, es wird hier immer nur die billigste so direkt vorab gespeichert. Wenn ihr jetzt die teuerste auswählt, zahlt ihr nur noch 2 Millionen statt 8 Millionen. Ihr könnt euch jetzt, wie gesagt, einfach entscheiden. Ich nehme jetzt hier einfach mal die billigste, damit ich euch das zeigen kann. Ihr geht jetzt hier auf Weiter. Jetzt könnt ihr, wie gesagt, das Ganze anpassen, wie ihr das wollt. Jedes kleine Detail kostet hier dann natürlich Geld. Das wird euch dann auch abgezogen. So, wir zahlen jetzt mit dem ganzen Aufgerüstet nochmal 2,1 Millionen, ist auf jeden Fall besser, als wenn wir noch den Grundpreis mit dazu bezahlen. Damit ist dann die Yacht auch abgespeichert. Auf der Karte wird das Boot dann ebenfalls angezeigt. Ihr könnt dann dort die Mission machen, die euch angeboten werden, um das Kapitänsoutfit freizuschalten. Und nun müssen wir die Fahrzeuge natürlich noch abspeichern. Und dazu begeben wir uns jetzt einmal zu den Garagen. Wir gehen hier natürlich noch in die Garage rein. Zum Abspeichern müssen wir jetzt leider jede Position ändern. Wenn ihr das bei einer Firmengarage macht, müsst ihr alle 20 Stellplätze einfach mal umändern. Wie macht ihr das? Ihr habt in jeder Garage die Möglichkeit, zum blauen Kreis zu gehen. Und beim blauen Kreis könnt ihr mit der rechten Pfeiltaste die ganzen Fahrzeuge einmal umstellen. Und das macht ihr jetzt. Habt ihr die ganzen Fahrzeuge umgestellt, Interaktionsmenü öffnen, ihr geht auf Stil, geht jetzt auf ein Outfit, wechselt einfach das Outfit oder ein Accessoire wechseln und unten rechts erscheint jetzt eine Speicherschnecke und damit ist das Ganze hier auch abgespeichert. Damit wären wir jetzt komplett fertig. Nun könnt ihr das Ganze noch überprüfen, ob das funktioniert hat, ob eure Fahrzeuge abgespeichert sind, ob Pegasus-Fahrzeuge abgespeichert sind und ob die Yacht auch noch am Ende da ist. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach auf GTA Online verlassen, sobald ihr euch dann im Story-Modus sehen könnt. Schließen wir jetzt hier einfach die Anwendung und starten das Spiel einfach nochmal von vorne. Im
Im Story-Modus landen wir wieder mit dem Fahrzeug unter der Erde und hier einfach direkt in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung reingehen. Ihr müsst hier nichts weiteres beachten, einfach nur die Sitzung starten. Da ich den letzten Spawnort eingestellt habe, bin ich auch schon wieder direkt in der Nähe von diesem Haus. Wir gehen wieder zur Garage und in der Garage seht ihr, die ganzen Scrimjets sind nun da und ihr könnt nun anfangen, die Fahrzeuge zu verkaufen. Nochmal für alle Leute, die denken, dass andere Fahrzeuge vielleicht mehr wert sind. Ihr könnt den Luxus kaufen, ihr könnt die Scrimjets kaufen und ich glaube noch den Vigilante, der bringt auch noch relativ viel Geld, denn ihr bekommt hier nur die Hälfte des Fahrzeuges plus die Hälfte von den aufgerüsteten Sachen nochmal drauf. Deswegen der Luxus, Scrimjets oder halt diesen Vigilante, dieses Batmobil, das lohnt sich am meisten. Passt bitte auf, dass ihr noch nicht die Mission gemacht habt, zum Beispiel bei der Basis Akt 1, wenn ihr die gemacht habt, dann ist der Deluxe natürlich nicht mehr so viel wert wie ein Scrimjet. Und bitte passt auch auf das Verkaufslimit auf, 3 Fahrzeuge maximal hintereinander weg, danach am besten 6 Stunden warten oder 3 Stunden warten. Ansonsten könnt ihr auch immer ein Fahrzeug verkaufen, eine Stunde warten und das macht ihr insgesamt so oft, bis ihr 8 Fahrzeuge verkauft habt und nach dem Verkauf des 8. Fahrzeuges am besten 24 Stunden warten und das Ganze wiederholen. Macht ihr das nicht, kann es dazu führen, dass ihr ein Verkaufslimit bekommt und ihr dann erstmal für 30 Stunden immer nur ein Fahrzeug verkaufen könnt und das zieht sich über ein paar Monate hinweg. Das war's jetzt mit diesem Tutorial. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gibt es noch Fragen oder Probleme, schreibt es in die Kommentare, kommt mit auf den Discord-Server. Ansonsten bin ich auch noch über Instagram erreichbar. Und wenn ihr natürlich noch Leute zum Traden von Fahrzeugen sucht, kommt auf jeden Fall beim Discord vorbei. Das war's nun von mir. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.